Hello. Welcome to the session. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Session zum Thema Industrie und Politik, Sicherheit nach Tschernobyl. Ich werde diese Diskussion leiten. Ich heiße Aristoteles Timpas. Ich bin Fakultätsmitglied an der Universität Athen. Ich bin Forscher im Bereich Technologiegeschichte. Und wir haben in unserer Session jetzt zwei Beitragende und wir haben insgesamt 90 Minuten für die Vorträge und auch die Diskussion und natürlich auch für den Kommentar. Ja, zunächst einmal, die erste Sprecherin ist Veronika Wendland. Ich werde den Titel jetzt nicht vorlesen auf Deutsch, mein Deutsch ist zu schlecht. Sie wird also den Titel nachher selber vortragen, sie kann das bestimmt besser. Vielen Dank. Also, Veronika ist Forschungskoordinatorin am Zentrum für Osteuropa-Forschung an der Universität in Marburg. Und sie ist auch Forscherin an der Universität Gießen und interessiert sich insbesondere für die russische Geschichte, die Geschichte der Sowjetunion und der Ukraine im 19., 20. und 21. Jahrhundert. Dabei befasst sich mit den Themen Nationalismus, urbane Geschichten, Wissenschaftsgeschichte und insbesondere mit einem Fokus auf Nuklearenergie, Atomenergie, Atomkulturen und auch industrielle Anthropologie. Sie ist eine der führenden Forschenden in der Forschungsgruppe Politik als Landschaft der Intervention und beschäftigt sich damit der Phase zwischen 1915 und 2015. Zurzeit arbeitet sie auch an einem Buch mit dem Titel Atomographie: Nukleare Gemeinschaften zwischen Utopia und Katastrophen in Osteuropa. Diese Forschungsprojekte entstehen im Zusammenhang mit dem Forschungszentrum der DFG. Und ja, Dr. Wendland hat verschiedene Veröffentlichungen im Zusammenhang der Atomenergie vorzuweisen. Ich habe hier ein paar Bücher, unter anderem dieses hier mit dem Titel The Impact of Disaster, Social and Cultural Approaches to Fukushima and Chernobyl. Hier gibt es einige sehr interessante Kapitel, unter anderem zum Thema nuklearer Urbanismus als Lebensstil in Osteuropa vor und nach Tschernobyl. Also, Veronika Wendland, Sie haben das Wort. Sprache über und freue mich, dass es eine Übersetzung gibt. Ja, der Ausgangspunkt, von dem aus ich spreche, ist das, worum wir uns hier heute zentrieren. Und das war natürlich auch für die Experten, auch für die Vertreter der Nuklearindustrie, letztlich genau derselbe Schock wie auch für die Öffentlichkeiten in der ganzen Welt. Denn womöglich ist es vielleicht sogar so, dass diejenigen, die nahe an der Kerntechnik sind, sich noch weniger vorstellen konnten, dass das, was sie dort dann in diesen Bildern sahen, passieren konnte, nämlich die sofortige Totalzerstörung einer kerntechnischen Anlage. Meine Fragestellung heute in diesem Vortrag: bei mir geht es um sowohl die diskursiven Praktiken als auch um die technologischen Entscheidungen, die die Nuklearindustrie im globalen Norden nach Tschernobyl getroffen hat. Aber es ist eben auch nicht nur eine Geschichte von nach Tschernobyl, sondern sehr oft ist es eine Geschichte von Kontinuitäten, die durch Tschernobyl dann eine Schärfung erfahren. Also durch Tschernobyl wurden dann Entwicklungen katalysiert, die vorher aber schon angelegt waren. Es gibt aber auch andere Dinge, die tatsächlich ursprünglich auf Tschernobyl zurückgehen. Und das macht genau diese Frage so interessant. Bevor ich in die Forschungsfrage wirklich einsteige, möchte ich Ihnen kurz noch mal einen Einblick geben in meine Arbeitsweise. Denn ich arbeite eben in einem Forschungsprojekt, was ich nächstes Jahr abschließen werde, zur Geschichte von Atomstädten, Atomograde auf Russisch, und kerntechnischen Arbeitswelten und entsprechend auch zur Geschichte kerntechnischer Sicherheitskulturen. Und ich habe mehrere Fallstudien, mit denen ich das mache. Das heißt, ich arbeite, so kann man sagen, eigentlich an der Mikrogeschichte der Kernenergie, nämlich der Kernenergie als moderne Erfahrung an der Basis, da wo Leute arbeiten und da wo Leute in Kernkraftwerken arbeiten. Und das mache ich eben anhand von Fallstudien in Osteuropa und auch mit vergleichenden Zwecken im Westen. Und der Ausgangspunkt ist eben tatsächlich mein Tschernobyl, was ein etwas anderes Tschernobyl ist. Tschernobyl war mal Lebensalltag, kein katastrophaler, sondern Normalität des Alltags
für viele 10.000 Menschen und wurde dann auch in meiner Forschungspraxis mein Alltag. Ich habe sehr lange als sogenannter Participant Observer, also teilnehmende Beobachterin, eine ethnologische Methode, in dem, kann man sagen, Schwesterkraftwerk von Tschernobyl gearbeitet, in Rivne. Rivne ins KAS liegt in derselben Landschaft wie Tschernobyl und hat Tschernobyl dann auch größtenteils ersetzt. Kerntechnik hatte in der Sowjetunion, hat auch bei uns sehr viel historisch und auch heute noch mit Zukunftskommunikation zu tun. Und genau das spielt auch eine große Rolle, wenn Kerntechnik-Spezialisten, Industrievertreter, aber auch Vertreter der Forschung über die Kerntechnik kommunizieren und über ihre Technik verhandeln mit der Öffentlichkeit. Deswegen habe ich auch dieses Bild nochmal mitgebracht, um das zu veranschaulichen. Und das sind Bilder aus meiner Arbeit, so sieht das aus. Ja? Ich als in dieser typischen Tschernobyl-Kontrollbereichsklamotte, das ist dann sozusagen sehr lange, wochenlang mein Arbeitsalltag gewesen. Und das Gegenstück ist hier aus dem Kontrollbereich West im Kernkraftwerk Grohnde beim Brennelemente wechseln. Das heißt, ich habe tatsächlich sehr, sehr nah an der, kann man sagen, Implementierung der kerntechnischen Sicherheit an der Basis gearbeitet und dann natürlich auch viele Dinge erlebt und erfahren, die in keinem Archiv und in keiner Forschungsliteratur so vorhanden sind, sondern die man sich tatsächlich aus der Beobachtung der Arbeitspraxis, aber auch aus dem Lesen von Betriebshandbüchern und Systemschaltplänen dann erschließen muss. Das heißt, man hat es hier tatsächlich vor Ort mit einer anderen Art von Archiv zu tun. Also Historikerarbeit einmal anders. Das heißt, für mich ist es sehr wichtig, zur Untersuchung dieser kerntechnischen Arbeit und auch dieser Sicherheitskulturen gehört zum Beispiel auch die Erfahrung von Materialität. Ja, das ist der Grund, warum ich Ihnen einfach diese paar Bilder mal mitgebracht habe, damit Sie einsteigen können in meinen Horizont, von dem aus ich in meiner Forschung operiere. Und damit komme ich zur Übersicht meines kleinen Vortrags. Es geht tatsächlich in der Zeit nach Tschernobyl, aber auch vor Tschernobyl, um eine Sache, um die die Kerntechniker sich sehr gerne rumgeredet haben, nämlich um die Frage der Angstabwehr, wie Joachim Radkau das auch schon sehr früh festgestellt hat. Es kommt gleich nochmal ein schönes Zitat. Ja. Damit werde ich anfangen. Es geht dann um ein paar Beispiele, um das zu illustrieren, wie dann letzten Endes von der Angstabwehr bis zur Sicherheitskultur, die dann nach Tschernobyl neu erfunden wurde, in bestimmten Handlungsfeldern der Atomindustrie gearbeitet wurde. Und ich werde auch einiges sagen in dem vierten Teil über die Frage, wie eigentlich Tschernobyl kommuniziert wurde von der Industrie. Denn auch das ist eine sehr, sehr interessante Sache, die viel Auskunft gibt über Technikbilder, aber auch über Bilder von Osteuropa in zum Beispiel der deutschen Atomindustrie. Und dann komme ich eben zu meiner Schlussüberlegung über die Genese der nuklearen Sicherheitskultur. Ich habe in meinem Paper zwei Aussagen an den Anfang gestellt, nämlich eine von unserem verehrten Gast und After-Dinner-Speaker oder ich glaube Vor-Dinner-Speaker Joachim Radkau über die Frage, ob die Geschichte der Kerntechnik nicht eigentlich eine Geschichte der Angstabwehr durch die Kerntechniker sei. Er hat das dann auch sehr schön in einem Aufsatz, der kurz nach Tschernobyl erschienen ist, dargelegt. Seit dieser Zeit, seit dieser Aufsatz von Joachim Radkau erschienen ist, sind inzwischen 30 Jahre vergangen und ich habe vor kurzem eine ganz andere Aussage aus der Kerntechnik aufgesammelt, nämlich in meinem Fallstudienkraftwerk Rivne, wo tatsächlich ein Ingenieur mir Folgendes sagt: Ich habe im Kraftwerk vor nichts Angst, außer vor zwei Dingen, Feuer und Ungewissheit. Also das Gefühl, in einer Entscheidungssituation, wo er entscheiden müsse, nicht genug Informationen zu haben. Ja? Das heißt, hier spricht jemand von Angst, ein Praktiker und ein Spezialist der Kerntechnik. Und was ich damit sagen will, zwischen diesen beiden Aussagen von Herrn Radkau über die Angstverweigerung oder Angstdomestikationsversuche der Ingenieure bis hin zum Sprechen über Angst steht eben tatsächlich eine sehr interessante, lange Entwicklung. Unter anderem zum Beispiel die Entwicklung des Sprechens über nukleare Sicherheitskultur, was auch das Sprechen über eigene Emotionen und Selbstkonzepte als Technologen einschließt. Und das ist für mich eine der sehr wichtigen
Neuerungen, die aber tatsächlich auch erst durch und nach Tschernobyl angestoßen worden sind. Ich fange mal an mit einem Arbeitsfeld, was auch Herr Radkau damals in seinem Aufsatz über Angstabwehr, auch eine Geschichte der Kerntechnik, ebenfalls angesprochen hat. Nämlich ein Phänomen an der Schnittstelle von Forschung und Implementation in Technologie, nämlich die Reaktorsicherheitsforschung und die in den 70er Jahren groß in Schwung kommenden sogenannten Probability Safety Assessments oder eben wahrscheinlichkeitsrechnende Sicherheitsanalysen. Da geht es ursprünglich tatsächlich um einen innertechnischen Diskurs und die Frage, die auch schon in den 60er Jahren im Rahmen der Raumfahrtprogramme und auch der Luftfahrtindustrie immer wieder gestellt werde: Wie kann man hochkomplexe Systeme einschätzen, von denen man, da die Systeme noch relativ technologisch jung sind, wie kann man Daten aggregieren über die Wahrscheinlichkeit ihres Versagens, denn wir brauchen hochzuverlässige Systeme. Und das ist der Kontext, in dem ursprünglich diese Wahrscheinlichkeitssicherheitsanalysen erfunden wurden. Und sie haben auch relativ gute Dienste geleistet, gerade bei der Einschätzung und beim Vergleich untereinander von übersichtlichen Systemen. Ich habe Ihnen da mal ein Bild mitgebracht über eine solche Berechnungsgrundlage für ein Notkühlsystem, was noch aus relativ überschaubarer Zahl von Komponenten besteht und wo also solche Rechnungen relativ zuverlässig auch gestaltet werden konnten. Problematisch wurde es in dem Moment, in dem historischen Moment, als in dem dann diese Wahrscheinlichkeitsanalysen zu einer, ja, kann man sagen, politischen Botschaft wurden und auch zu einer Appellfunktion für die Gesellschaft, nämlich in dem Moment, als man in groß angelegten Sicherheitsstudien für ganze Kernkraftwerkskomplexe versuchte, die Versagenswahrscheinlichkeiten und vor allen Dingen dann auch die Freisetzungs- und Kontaminationswahrscheinlichkeiten für eine Anlage insgesamt zu berechnen. Das heißt, die Daten, die in solche Studien einflossen, waren um das 100 bis 1000 bis 10.000-fache höhere Anzahl an Daten, die man vorher aggregiert hatte in solchen Studien. Und das ist genau der Punkt, der diese PSA dann zur Problematik gemacht hat. Denn das, was die Kerntechniker da aufdeckten in diesen Sicherheitsanalysen, war einerseits für sie auch ein Paradigmenwechsel, denn plötzlich sprach man laut in diesen Studien von Dingen wie Soforttoten oder Spätschäden oder Kontamination und Freisetzung und Freisetzungsfaden oder Verbreitung in der Nahrungskette. Davor hatte man ja vorher geschwiegen. Aber dieses Sprechen über die Gefahr wurde sofort wieder zurückgenommen im Sprechen über diese extrem geringen Wahrscheinlichkeiten, in denen diese Gefahr zu erwarten ist. Und das war genau das Dilemma, dieses Sprechen mit und Sprechen über Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und die Öffentlichkeit, auch die damals schon sehr aktive Anti-Atom-Bewegung, hat diese sophistischen Schleifen der Technologen nicht mitvollzogen, sondern hat dann tatsächlich sofort den Finger auf die Wunde gelegt, nämlich auf die sogenannte Kleinrechnung von Risiken durch diese Wahrscheinlichkeitsanalysen. Und in diesem Kontext sehen wir eben auch im deutschen Sprachraum die Karriere des berühmten Wortes GAU oder Super-GAU, also dieses Akronym für größten anzunehmenden Unfall, der zunächst mal nur bedeutete ein Auslegungsstörfall, ja, also der größte anzunehmende, in der Anlage zu beherrschende Störfall, den man aber schon in einer schlauen Übersetzungsleistung aus dem Maximum Credible Accident gemacht hatte, der nämlich eigentlich viel größere Unfallverläufe als nur die beherrschbaren einschließen müsste nach seiner Lexik. Das heißt, hier sehen wir schon die Probleme. Diese Wörter verselbstständigten sich und machten dann ihre Runde in der Öffentlichkeit und wurden dort auch tatsächlich im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch zum Synonym für die tatsächlich größte katastrophale Entwicklung. Und heute haben wir im Alltagssprachgebrauch auch den Super-GAU des Finanzsystems oder die Kernschmelze des Finanzsystems oder des Euros durchaus jetzt als katastrophische politische Sprache von heute. In dem Windschatten dieser großen Diskussion über die Sinnhaftigkeit solcher Großrisikostudien, wie zum Beispiel der deutschen Risikostudie Kernkraftwerke, kann man aber auch beobachten, dass relativ praktische Dinge sehr früh eigentlich schon entwickelt wurden, die dann wiederum erst durch den Unfall von Tschernobyl wirklich katalysiert und in die Tat umgesetzt wurden. Denn man hat eben im direkten Systemvergleich bestimmte Schwachstellen tatsächlich in diesen
Druckwasserreaktoren, die damals Gegenstand dieser Studien waren, schon festgestellt und interessanterweise auch dann Maßnahmen schon ins Werk gesetzt, um Konsequenzen zu ziehen aus dieser Auffindung von Schwachstellen. Ich gebe nur ein Beispiel, das sind die sogenannten betriebsnahen Störfallverläufe, also eben nicht die großen katastrophischen Lecks, die man sich immer eben in dieser Super-GAU oder GAU-Lexik vorstellte, sondern tatsächlich Dinge, die sehr betriebsnah in Kernkraftwerken und viel häufiger auch passieren können, nämlich kleine Lecks. Und dort haben zum Beispiel diese Sicherheitsstudien ergeben, dass gerade durch die Handeingriffe der Prozessbediener dann erst Fehlerquellen entstehen, die man auch vermeiden könnte. Und das ist wiederum der Ansatz gewesen zu einer großen Automatisierungswelle in der Kerntechnik. Das ist zum Beispiel eine Entwicklung, wo man relativ gut argumentieren kann, hier haben Wahrscheinlichkeitsrechnungen durchaus ihre Funktion gehabt und auch ihre Folgen gehabt. Und sie haben vor allen Dingen auch ein Menschenbild produziert, nämlich das Menschenbild des mit Fehlern behafteten Prozessbedieners, nicht mehr des allmächtigen Ingenieurs, der alles in der Hand hält. Und dieses Menschenbild wurde dann eigentlich auch erst mit dem Unfall von Tschernobyl, als der Faktor Mensch ganz zentral wurde, wirklich dann auch öffentlich diskutiert und auch in der Kerntechnik diskutiert. Ein anderes Beispiel ist ebenfalls interessant, weil man historisch immer annimmt, es ginge auf Tschernobyl zurück. Und zwar war das die Notwendigkeit einer sogenannten Filtered Venting oder gefilterten Druckentlastung im Falle eines großen Kernschmelzunfalls, wenn sich eben langsam Druck im Sicherheitsbehälter aufbaut. Auch das war ein Verlauf, den die Industrie schon vor Tschernobyl mittels dieser Studien eigentlich eingekreist hatte als Handlungsfeld. Aber politisch wurde eine Abhilfe erst nach Tschernobyl gefordert, weil erst Tschernobyl die Gewissheit gebracht hat, dass diese auslegungsunterüberschreitenden Unfälle möglich sind und Realität sind. Und erst das hat letzten Endes der Entwicklung den nötigen Drive verpasst, um dann auch in die Tat umgesetzt zu werden. Und das Ergebnis war das berühmte vom Spiegel sogenannte Wallmann-Ventil in den deutschen Kernkraftwerken. Das heißt, hier kann man relativ gut sehen, dass Entwicklungen angelegt sind in innertechnologischen, letzten Endes schon Räumen, Handlungsfeldern, die dann aber einen Anstoß von außen durch die große Katastrophe erst benötigen, um wirklich umgesetzt zu werden. Man kann aber annehmen, angesichts dieser langen Umsetzungszeiten von Innovationen in großen technischen Systemen, dass dieses Wallmann-Ventil, ohne dann so zu heißen, wahrscheinlich auch so gekommen wäre. Wahrscheinlich auch ohne Tschernobyl im Zuge allgemeiner Modernisierungspraktiken auch gekommen wäre. Interessant ist nun in dieser Geschichte aber nicht nur der technologische Teil, also nicht nur diese relativ komplexe und hier auch nur wirklich in kleinen Ansätzen zu schildernde Geschichte, was sich eigentlich kerntechnisch tut in diesen 70er und 80er Jahren und vor allen Dingen in Gefolge von Tschernobyl, sondern interessant ist, dass eben Technik auch Kommunikation sein kann und das Kommunizieren über Technologie auch immer Appellfunktionen hat, also dass man eigentlich die beiden Felder nicht voneinander scheiden kann, auch nicht, wenn Ingenieure oder Wissenschaftler sprechen. Und das ist in jedem Fall der Fall und in jedem Fall beobachtbar in den Versuchen der Atomindustrie, insbesondere der deutschen Atomindustrie, sich durch Distanzierung von der sowjetischen verunfallten Kerntechnik aus der Diskussion zu ziehen, aus der Affäre zu ziehen, aus der Kritiklinie zu bringen, der zufolge ja der Unfall von Tschernobyl der Beweis dafür sei, dass prinzipiell jede große kerntechnische Anlage unsicher sei. Und diese Distanzierungsarbeit wurde auf mehreren Linien geführt. Es gab natürlich die relativ leicht zu bewerkstelligende technologische Distanzierung. Bei uns wäre dieses Kernkraftwerk ohnehin nicht genehmigungsfähig gewesen. Es hat kein Containment, es hat keine ausreichenden Notkühlsysteme und es hat auch Dinge, die man hier ganz gut sieht auf diesem Bauplan, die bei uns überhaupt nicht denkbar wären, nämlich zwei Reaktoren in einer Gebäudestruktur, die sich bestimmte Systeme teilen. Also das war so die sowjetische Sparfunktion kerntechnischer Anlagen der frühen 80er, späten 70er noch. Das heißt, all diese Dinge machten es relativ leicht, diese Argumentationslinie zu bedienen. Die zweite
Argumentationslinie war sozusagen eine systemische Distanzierung, nämlich eine Distanzierung von der Kernenergie im Sozialismus. Derzufolge im Sozialismus eben aufgrund der diktatorischen Bedingungen und der ökonomischen Engpässe und der Schwierigkeiten für die Forschung bestimmte sicherheitsrelevante Prozesse in der Kerntechnik gar nicht erfolgt seien, zum Beispiel die eben von mir schon genannte Automatisierungsprozesse. Ja. Das wurde als wesentliches Manko, also dieser technologische Rückstand der sowjetischen Kerntechnik wurde als wesentliches Manko, als Systemmanko auch genannt. Und schließlich hatte man auch eine, ich würde sagen, ich habe es als Proliferationslegende bezeichnet, man hatte auch eine Story noch in der Hinterhand, die sehr gut passte zu, ja, kann man sagen, auch von dieser Generation der damaligen noch Kriegsteilnehmer stark geprägten Klischeewirtschaft, nämlich man brachte eigentlich ein bestimmtes Bild, man könnte fast mit Joachim Radkau wiederum Charaktermaske dieses Russenreaktors in Umlauf, der zufolge zum Beispiel dieser RBMK, also eine zivile Anlage, eigentlich eine Dual-Use, also auch zur Bombenplutoniumproduktion genutzte Anlage sei, was also dem ganzen Kontext nochmal einen besonderen Schmuddelcharakter verlieh. Ja, das war also auch eine Distanzierungsstrategie, obwohl sich das historisch nicht belegen lässt. Also die RBMK-Anlagen in der Sowjetunion sind nie zur Erbrütung von Bombenplutonium benutzt worden, auch aus ökonomischen Gründen, aber ganz vor allen Dingen, weil die Sowjetunion über spezielle Bombenplutonium-Produktionsanlagen verfügte und dafür gar keine zivilen Anlagen benötigte. Und der letzte Distanzierungskurs lief natürlich stark über die Diskussion über den Faktor Mensch. Dort hat man also versucht zu belegen, dass diese sozialistischen Ingenieure schlecht ausgebildet seien und entsprechend auch letzten Endes in dem Unfallgeschehen diese Anlage in den Unfall hineingetrieben hätten durch Fehlhandlungen und durch Nichtverständnis basaler Prozesse, die in dieser Anlage stattgefunden hätten. Das ist zum Beispiel ein Narrativ, was ich sehr, sehr stark auch durch die sowjetische Frühaufarbeitung des Unfalls bei der IAEA verfestigt hat. Denn in den ersten Berichten wurde tatsächlich die Version vom Personalversagen sehr stark gemacht, um nämlich die Frage nach dem Systemversagen nicht stellen zu müssen. Diese Version wurde dann langsam transformiert und aufgearbeitet und der Stand der Literatur und auch der Forschung zu diesem Unfall ist heute, dass es eben keinesfalls nur das Personalversagen war, sondern dass das eben ein typischer Schnittstellenunfall ist, wo eben reaktorphysikalische, auslegungstechnische, soziale und eben auch Handlungsfaktoren ineinander gespielt haben. Und damit sind wir bei meinem letzten Abschnitt, nämlich dem Nachdenken über den Faktor Mensch in der Kerntechnik und der Entwicklung eines neuartigen Umgangs mit diesem Faktor Mensch. Denn plötzlich sah man, dass offensichtlich das Nachdenken und auch das Produzieren von immer sophisticatederen sogenannten engineered safeguards für jeden denkbaren Unfallverlauf nicht mehr ausreicht, sondern dass man eigentlich auch für die sozusagen soziale und menschliche Sicherheit von Atomanlagen viel mehr sorgen müsste. Und das war im Grunde der Beginn einer sehr langen und auch bis heute noch nicht abgeschlossenen Diskussion über den menschlichen Faktor in der Kerntechnik, über die Mensch-Maschine-Schnittstellen, über Dinge wie Ergonomie, die schon zu Zeiten des Unfalls von Three Mile Island sehr stark diskutiert worden waren. Und letzten Endes auch zu fragen, was macht eigentlich eine hochzuverlässige Organisation, eine High Reliability Organization wirklich aus? Und das ist insofern auch eine interessante Entwicklung, denn auch diese Diskussion setzte nach Tschernobyl ein, aufsetzend auf eine Forschungsdiskussion, die durch Three Mile Island sehr stark katalysiert worden war, nämlich die Diskussion von den sogenannten Normal Accidents, die von Charles Perrow damals aufgebracht wurde, nämlich der folgendermaßen argumentierte, in hochkomplexen, eng gekoppelten Systemen treten solche Großunfälle zwangsläufig auf, daher Normal Accidents. Und dieser Sichtweise stellt nun die etwas neuere, dann nach Tschernobyl einsetzende High Reliability Studies Forschung einen anderen Ansatz entgegen, demzufolge es ja doch erstaunlich sei, dass es so viele
Organisationen gibt, so viele hochkomplexe Systeme, die arbeiten und relativ selten doch große Unfälle produzieren. In der Luftfahrt, in der Militärtechnik, in der Großchemie und eben auch in der Kerntechnik gibt es insgesamt ja erstaunlich wenige solcher Unfallgeschehen, jedenfalls solcher großen Unfallgeschehen. Und das führte eben zu Überlegungen, was macht eigentlich eine hochzuverlässige Mensch-Maschine-Beziehung aus? Und dort identifizierte man dann bestimmte Praktiken, die vor allen Dingen darin beruhen, dass solche Organisationen es schaffen, ohne Wissensverlust vom Normalbetrieb auf den Emergency Case umzuschalten. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig, dass an so einer Umschlagstelle kein Wissen verloren geht. Und die sind auch sehr, sehr fähig, in so einer Situation von klaren Hierarchien und Befehlslinien umzuschalten auf ein sehr, sehr flach hierarchisiertes und sehr flexibel arbeitendes System. Das ist so der Merkmal der sogenannten Hochzuverlässigkeitsorganisation. Und diese Diskussion wurde dann wiederum sehr stark eingespeist in Diskussionen über die Sicherheitskultur und den Faktor Mensch. In Osteuropa, und damit komme ich zum Schluss, bevor ich noch zwei Worte zu der Frage des Endes der Geschichte sage, in Osteuropa ist diese Entwicklung letzten Endes sehr stark über Transnationalisierungsprozesse, vor allen Dingen natürlich durch Transfers über die IAEA, aber auch vor allen Dingen durch Transfers aus Deutschland geschehen. Es gab relativ starke wissenschafts- und technologische Beziehungen in den 90ern und Nullerjahren zwischen Deutschland und dem östlichen Europa, insbesondere der Ukraine. Das heißt, diese Vorstellungen von Mensch-Technik-Verhältnissen wandern dann praktisch auf den Flügeln der Transnationalisierung nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Osteuropa ein und entsprechend sind auch heute neue Anlagen in Russland zum Beispiel, werden ganz ähnlich zertifiziert und mit Sicherheitsstudien abgedeckt, wie das früher nur im Westen war. Und entsprechende Sicherheitskultur, Commitments und Papiere existieren im östlichen Europa genauso wie heute. Ich komme damit zum Schluss, nämlich zu der Frage, was hat sich geändert? Noch ein kurzer Hinweis, was sich in Osteuropa natürlich wirklich geändert hat, war auch tatsächlich ein technologischer Abschied, nämlich der Abschied von dem in Tschernobyl verunfallten RBMK, diesem Graphitröhrenreaktor, der letzten Endes historisch so als sowjetischer Nationalreaktor immer gehandelt worden war, und die Hinwendung eigentlich zu einem transnationalen Konzept, was aber auch vor Tschernobyl schon angelegt war, nämlich der Siegeszug des Druckwasserreaktors auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Und dass die Geschichte nicht zu Ende ist, die ich hier erzählt habe, zeigt natürlich der Unfall von Fukushima, wo genau dieselben Prozesse wieder letzten Endes von vorne einsetzten, diesmal unter dem Eindruck eines ganz anders gelagerten Unfallgeschehens. Aber im Endeffekt wurden dieselben Fragen, die wir nach Tschernobyl gestellt haben, nach Fukushima innerhalb der Industrie und in ihrer Kommunikation nach außen wiedergestellt. Und es wurden auch ähnliche Antworten gegeben und es wurden auch wieder Distanzierungsprozesse beobachtet im Sinne von Argumenten, warum solche Dinge bei uns nicht passieren können. Herzlichen Dank. Thank you very much, Veronica. Vielen Dank, Veronika. Unser nächster Redner ist Andrei Stjapanau. Andrei war Assistenzprofessor an der Europäischen Universität Vilnius für Humanwissenschaften seit 2005. Sie hat einen Doktorgrad von der Universität Vilnius, eine Dissertation Doktortitel Politik zu Tschernobyl in Belarus von 1998 bis 2003. Diskurskoalitionen. Dann wurde die Auswirkung der Tschernobyl-Katastrophe in Belarus untersucht. 2008 bis 2011 war Andrei Stipendiatin im Nationalen Forschungsprogramm nach Tschernobyl, Belarus, Ukraine, Russland, Litauen und Deutschland. Eine komparative Studie 1996 bis 2006 durch die Volkswagen-Stiftung gefördert. Seit 2015 ist er Stipendiat des Forschungsprogramms im Europäischen Forschungsverbund ORNEST.
Seine Hauptinteressen liegen in den vergleichenden Forschungen zur Nukleargeschichte in Russland, Weißrussland, Ukraine, mit der Baugeschichte der Atomkraftwerke. Er hat verschiedene Veröffentlichungen in diesem Bereich vorzuweisen, darunter eine kürzlich erschienene in Englisch und Deutsch, der nukleare Exzeptionalismus nach Tschernobyl und Fukushima. Er spricht zu uns über die politischen Kontroversen in Belarus und Litauen nach Tschernobyl. Vielen Dank für diese Einführung, die so ausführlich war. Ich möchte Ihnen, Veronika, für Ihren Vortrag danken. Ich habe mich immer gefragt, wie haben Sie es geschafft, all diese Fotos in Atomkraftwerken aufzunehmen? Denn das ist eigentlich stets verboten und ich habe dieselben Probleme. In meinem Vortrag wird die folgende Frage erörtert. Sie ergibt sich aus den vorigen Vorträgen. Sowjetische Reaktionen oder Reaktionen der sowjetischen Republiken auf die Tschernobyl-Katastrophe. Genauer gesagt, wollen wir uns auf den nuklearen Entscheidungsfindungsprozess konzentrieren. Was sind die Bruchstellen, die nach dem Tschernobyl-Ereignis in der sowjetischen Entscheidungsfindung zu beobachten sind? Was wir wissen, ist, die unmittelbaren Reaktionen auf die Katastrophe von Tschernobyl waren eine Debatte über die Zukunft der AKWs in den sowjetischen Republiken. Diese Debatten markierten einen Bruch in der sowjetischen Entscheidungsfindung. Diese Brüche erscheinen mir in dreierlei Hinsicht interessant. Erstens die Beziehung zwischen zentralen und lokalen Einrichtungen, also zwischen der zentralen Atomenergiebehörde und den örtlichen Behörden oder Einrichtungen. Die zweite interessante Fragestellung betrifft die Verwendungen von Atomtechnologien, wie eben die sowjetischen Stellen diese Möglichkeiten nutzten, um die Stärkung des Regierungsapparates herbeizuführen oder um ihm Zustimmung und Unterstützung zu sichern. Der dritte Aspekt, der mich interessiert, heute den ganzen Tag werden wir ihn besprechen und auch wohl morgen besprechen. Was sind die Tschernobyl-Effekte oder was waren die Auswirkungen von Tschernobyl auf die Entscheidungen im Nuklearbereich? Es betrifft die Qualitäten einiger einige Eigenschaften des sowjetischen ökonomisch-politischen Systems, das bereits im Niedergang begriffen war. Ich werde einige Spezialfälle der Republik, der Sowjetrepublik Litauen und der Sowjetrepublik Belarus besprechen. Einerseits wegen institutioneller Spannungen, wegen der technisch-politischen Ansprüche und der sozialen Mobilisierung. Zwei unterschiedliche Fallstudien möchte ich vorstellen. Erstens, das ist die Geschichte des Kernkraftwerks Ignalina, eines Kraftwerks in der Sowjetrepublik Litauen. Und wir sprechen auch über institutionelle Spannungen, die ich vorhin erwähnte. Erstens, die Entscheidung zum Bau der Kernkraftanlage in der Sowjetrepublik Litauen wurde 1971 getroffen. Die Bauarbeiten wurden von 1975 bis 1978 durchgeführt. Während dieser Zeit beobachten wir eine bestimmte Widerständigkeit der Wissenschaftsszene in Litauen gegenüber den zentralen sowjetischen Stellen. Da gibt es zwei Meinungsstreitigkeiten. Erstens,
die Entscheidung zum Bau des Kernkraftwerks aufgrund dieses Juschkas Sees, der eben ein Naturschatz in Litauen darstellte. Und das wurde aufbereitet und den zentralen sowjetischen Behörden vorgelegt, um eine Art Einspruch gegen dieses Vorhaben vernehmlich zu machen. Diese Stimmen wurden aber nie in Betracht gezogen, bis zum zweiten Streit, die naturwissenschaftliche Opposition gegen dieses Vorhaben, welches das Moskauer Institut vorantrieb. Das betraf nicht die Entscheidung zum Bau eines Kernkraftwerkes, sondern den Bau des dritten und vierten Blocks. Dafür wurde eine Sonderkommission in dieser Zeit eingerichtet, 1982-83, eine Sonderkommission bestehend aus Naturwissenschaftlern aus der Litauischen Akademie der Wissenschaften und aus der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften. Das Ergebnis dieser Kommission war, dass die Entscheidung aufgeschoben wurde und die Entscheidung zum Bau des vierten Reaktors widerrufen wurde. Diese Beispiele von wissenschaftlich motiviertem Widerstand in Litauen gegen den zentralen Entscheidungsprozess illustriert auch die Schwäche des politischen Gefüges in jener Zeit. Wissenschaftliche Ansprüche haben zumeist die politischen Entscheidungen ersetzt. Was nun das zweite wichtige Thema angeht, nach Tschernobyl, nach dieser Katastrophe von Tschernobyl, wurde nicht nur die Frage der Sicherheit der sowjetischen Nukleartechnik gestellt, sondern auch ein neues Klima für die zivile Nutzung der Kernenergie. Die nukleare Sicherheit wurde zunehmend als technopolitische Frage betrachtet, bei der es auch die Bevölkerung einzubeziehen gilt. Es wurden drei wichtige Dokumente in dieser Zeit erarbeitet. Unmittelbar nach dem Unglück von Tschernobyl hat eine Gruppe von litauischen Naturwissenschaftlern einen Aufruf an die Zentralregierung verfasst über Mängel und einige Defizite beim Bau des Kernkraftwerkes Ignalina. Es wurde gefordert, dass bei den bestehenden AKWs die regionale Ebene mehr Entscheidungsmacht haben sollte. Die Reaktion der sowjetischen Zentralgewalt erfolgte sofort. Das parteigesteuerte Zentralinstitut erkannte an, dass dieses Kernkraftwerk mit verschiedenen Baumängeln behaftet war. Und mit verschiedenen Fehlern. Als Folge daraus haben wir nun dieses sehr berühmte Dokument, eine Entscheidung, die die zentrale Regierung getroffen hat. Das lässt sich durchaus als eine erste Reaktion der sowjetischen Behörden auf das Unglück von Tschernobyl einschätzen. Hier werden diese Mängel als Unsicherheiten bezeichnet, dieser Beschluss zielte darauf ab, verschiedene Bauarbeiten zu beenden oder aufzuheben in verschiedenen sowjetischen Nuklearanlagen. Zugleich aber wurde die Entschlossenheit bekräftigt, weitere Nuklearanlagen in den sowjetischen Republiken zu bauen. Das lässt sich durchaus als Tschernobyl-Effekt auf Entscheidungsfindungen in der Nuklearindustrie zu sehen.
wo hier wird gesagt, die sowjetische nukleare Industrie muss weiter gefördert werden, während die lokalen Stellen versuchen, die Entscheidungsfindung zu beeinflussen und die Atomenergie einzuschränken. Das ist mehr oder minder aufschlussreich für die Beziehung zwischen der Zentralmacht und der Peripherie draußen. Das betrifft Litauen, Ukraine und Rumänien. Der nächste Punkt, den ich bei dieser Entscheidungsfindung erwähnen möchte, betrifft die soziale Mobilisierung. Wir haben heute sehr viel gesellschaftliche Mobilisierung in Litauen. Heute. Nur ein paar knappe Hinweise darauf. Nach diesen ersten Aufrufen der Naturwissenschaftler in Litauen gewinnt diese Bewegung mehr und mehr Zulauf. Ignalina, das KKW Ignalina, wurde ein nationales Anliegen für verschiedene Bewegungen wie etwa Germinal und Sajutis. Signalina wurde dann nationalisiert. Also das Kernkraftwerk wurde weiterhin durch zentrale staatliche Stellen verwaltet und geführt. Es gab hier zwei Akteure. Jamina habe ich bereits erwähnt. Eine Bewegung für die Reform Sajudis. Sie haben eine Mobilisierungskampagne durchgeführt mit einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen mit Vertretern des Kernkraftwerks Ignalina. Diese gesamten Mobilisierungsveranstaltungen wurden möglich, auch deswegen, weil eine gewisse Mobilisierungsplattformvoraussetzung bereits durch die Naturwissenschaftler geschaffen waren. Sie sehen hier ein Interview durch Beischler Wishmaleikman, einem der Führer der Anti-AKW-Bewegung. Er ist ein Physiker von der Nationalen Akademie der Naturwissenschaften. Er konnte alle diese wissenschaftlichen Argumente verwenden, die in den 70er Jahren und den frühen 80er Jahren ausgearbeitet worden waren, um diese Anti-AKW-Bewegung mit Argumenten zu unterstützen oder zu befeuern. Wir wissen es ja aus heutiger Sicht. Die entscheidende Veranstaltung dieser Anti-AKW-Kampagne war Rino Fly, vorgestellt durch die Sajudis-Reformbewegung. Das hat einen gewissen Effekt auf die nukleare Entscheidungsfindung gehabt. Danach wurden der dritte und der vierte Reaktor gestrichen. Aber die Wichtigkeit einer Diskussion über Atomenergie nahm ab. Sajudis gewann die Wahlen, die neue politische Zeit begann. Also die Wiedererrichtung der unabhängigen Litauischen Republik, das KKW Ignalina wurde auf Litauen übertragen im August 1991. Der zweite Fall ist der Fall in Weißrussland. Wir sprechen sehr viel über Belarus oder Weißrussland, wie es betroffen sei durch Tschernobyl. Ich könnte selbstverständlich vieles erzählen über den Tschernobyl-Effekt auf die belarussische Politik. Was aber durch Forscher und durch heutige Forschungsaktivitäten nicht abgedeckt ist, ist die Frage, was geschah eigentlich vor der Katastrophe von Tschernobyl in Weißrussland? Das betrifft zwei AKWs, die noch errichtet werden sollten vor dem Unfall von Tschernobyl. Dies nur als knappe Einführung in die Nukleargeschichte von Belarus. Das erste Datum 1965. Das Institut für Nuklearforschung in Belarus wurde gegründet.
1968 wurde die erste Kommission zur Entwicklung der Nukleartechnik in der Bielorussischen Sowjetischen Republik gegründet. 1983 erfolgten die ersten Arbeiten zu einem AKW in der Nähe von Minsk. So entwickelte sich die Geschichte oder so entwickelte sich das Atomprogramm in der Sowjetischen Republik Belarus, eingerahmt durch zwei Projekte. Das erste Projekt ist eine nukleare Thermosiedewasseranlage. Das andere ist eine Atomkraftanlage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier den Unterschied erklären soll. Das erste ist eine Kraft-Wärme-Kopplung. Das erste ist vor allem ein Atomkraftwerk zur Wärmeerzeugung. Das andere ist eben eine Atomkraftanlage zur Erzeugung von Strom. Das ist im Wesentlichen der Unterschied. Dieses AKW zur Wärmeerzeugung wurde 30 Kilometer von der belarussischen Hauptstadt Minsk errichtet oder sollte dort errichtet werden. Das erste Projekt wurde organisiert. Die Bauarbeiten wurden durchgeführt. Im zweiten Projekt gilt es zu sagen, das ist niemals errichtet worden. Das ist ein reines Papierprojekt geblieben, ein geplantes Projekt. Das erste, was ich erwähnen wollte, sind Spannungen zwischen den Institutionen. Beide Projekte sind gekennzeichnet durch Spannungen zwischen den Institutionen auf zweierlei Ebenen. Erstens die Spannung auf zentraler Ebene zwischen den mächtigsten Nuklearbürokratien in der Sowjetunion. Hier ging es um das Energieministerium und das Ministerium für Maschinenbau. Und die zweite Spannung ist eine Spannung zwischen dem zentralen Energieministerium und der lokalen staatlichen Verwaltung. Alles das beruht letztlich auf Spannungen. Und diese Klüfte oder diese Spaltungen, funktionalen Fehlsteuerungen haben direkt auch den Bau beeinflusst. Wenn man das genauer sucht, dann sieht man, wie schwierig es war, diesen Bau zwischen den Institutionen durchzusetzen, aufgrund der Ressourcenknappheit, aufgrund des Mangels an finanziellen Mitteln und so weiter. Nichtsdestoweniger war es in der Situation dieser institutionellen Spannungen so, dass das Bauvorhaben der nuklearen Wärmeanlage bei Minsk wirklich zur Umsetzung schritt, während das zweite Projekt weiter geplant wurde. Das führte dazu, dass die Kernkraft damals ein unlöslicher Bestandteil der nationalpolitischen Rhetorik wurde und des Energiemixes. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass die nationalen staatlichen Stellen sich die industrielle Entwicklung der Sowjetrepublik Belarus nur noch als funktional im Zusammenhang mit der Kernkraft Entwicklung vorstellen konnten. Das ist sehr entscheidend, weil das direkt auch den Tschernobyl-Effekt beeinflussen sollte. Was ist nun die Reaktion der lokalen staatlichen Stellen auf das Unglück von Tschernobyl? Die ersten Reaktionen nach dem Tschernobyl-Unfall zeigten keinerlei institutionellen Spannungen. Einige Entscheidungen wurden getroffen, um eben die nukleare Entwicklung in diesen Sowjetrepubliken weiterzuentwickeln. Insbesondere hat das Zentralkomitee der Sowjetrepublik eine spezielle Entscheidung getroffen, eine besondere Entscheidung.
Dieser Beschluss beinhaltete eine Reihe von Maßnahmen zur Beschleunigung des Baus dieses KKWs. Dieses Kernkraftwerk bei Minsk begann von da an eine ideologische Überfrachtung im sowjetischen Industrialisierungsvorhaben anzunehmen. Die Zeitungen, die Medien, die verschiedenen Anstalten berichteten über diesen Bau als einen wichtigen Teil der nukleartechnischen Entwicklung in der Sowjetischen Republik. Dennoch kam es Ende 1986 beim Bau des KKWs bei Minsk zu einem Stillstand wegen eines Mangels an Ressourcen. Das Personal, die Bautrupps wurden eingesetzt zur Beseitigung der Folgen des Unfalls von Tschernobyl. Nichtsdestoweniger, und das ist die dritte soziale Mobilisierung, die Bauarbeiten beim Minsker KKW einzustellen, hat letztlich auch dazu geführt, dass man sich stärker mit der Wiederentwicklung des KKWs in Litauen zuwandelt. Das ist ganz wichtig. Das wird nicht allzu oft erwähnt im Zusammenhang mit den Fragen um Tschernobyl. Vor dem Unfall von Tschernobyl war es bei den sowjetischen nukleartechnischen Entscheidungen und bei den juristischen Fragen, da gibt es keinerlei juristische Grundlage, die zur Regulierung der Kernenergie gedient hätte. Erst nach diesem Atomunfall haben die zentralen staatlichen Stellen sich dazu aufgerungen, das erste Gesetz zur Nutzung der Kernenergie in der Sowjetunion herauszubringen. Zweitens haben sie bestimmte Mindestanforderungen an die Ausrüstungen der staatlichen KKWs ausgefertigt. Vor diesem Datum, vor November 1987, gibt es keinerlei Bauvorschriften für die verschiedenen baulichen Zurichtungen beim Bau eines AKWs. Die Verabschiedung dieser Bauvorschriften für den Bau von AKWs eröffnete die Chancen für nationale Diskussionen. Was bedeutet das? Nun, das Beispiel der Sowjetrepublik Belarus zeigt eben, es hat eine wissenschaftliche Mobilisierung ausgelöst. Fast alle Institutionen oder Forschungseinrichtungen, die irgendwie mit dem Bau von AKWs zu tun haben konnten, an der Nationalen Akademie der Wissenschaften, haben eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Berichten verfasst über die Anlage von Kernkraftwerken. All das wurde durch die Zentralregierung gefördert und hat tatsächlich eine Wirkung auf die Entscheidungen in der Nukleartechnik geführt. Zum Beispiel die wissenschaftliche Forschung nicht diese Entscheidung zu übernehmen. Ein weiteres Beispiel dieser Mobilisierung. Auch das ist sehr interessant. Wir sprechen hier viel über die Mobilisierung nach Tschernobyl. Man spricht über die politischen Kampagnen in Belarus, über die nationalistische Bewegung in verschiedenen Republiken. Aber diese Mobilisierung beginnt interessanterweise aus den bestimmten Forderungen. Das ist eine Resolution eines Parteitreffens in der Fernsehfabrik von Witebsk. Was ist ein solches Parteitreffen? Das ist eine offizielle Einrichtung der Kommunistischen Partei. Das wird verwendet, um die jährlichen Vollversammlungen der Parteimitglieder innerhalb eines Unternehmens durchzuführen. Hier haben wir nun eine Erklärung von dieser Parteiversammlung, dass sie den Bau
Betrieb eines Kernkraftwerks in der Nähe von Witebsk nicht unterstützen. Wenige Tage nach dieselbe Institution, dieselbe Richtung, sie unterstützen die Entscheidung, aber sie unterstützen nicht den Bau des KKWs. Eine weitere Entscheidung, eine Direktive des zentralen Parteikomitees in Belarus. Das wird hier anerkannt. Und das ist ein Beispiel für den ersten Akt, mit dem eine Mobilisierung, eine soziale Mobilisierung in dieser Zeit nach Tschernobyl in Belarus verlangt wird. Das ist ein Aufruf von 2052 Bürgern von Witebsk an Gorbatschow. Er möge den Bau des Kernkraftwerkes in der Sowjetrepublik Belarus beenden. Ich komme nun zum Schluss, ganz knapp. Wir haben ganz unterschiedliche dynamische Entwicklungen der litauischen Kernenergie. Nach der Erringung der Unabhängigkeit hat die wissenschaftliche Opposition zu einer politisch-gesellschaftlichen Mobilisierung geführt. Da wurden dann naturwissenschaftliche Erkenntnisse verwendet. Dann ändert sich tatsächlich die Entscheidungsfindung. Dann wird die Verwendung der Nuklearenergie unter anderes Vorzeichen gestellt, nachdem Litauen eben die Unabhängigkeit gewonnen hat. Schließlich der Rückbau oder die Außerbetriebssetzung des Kernkraftwerkes Ignalina, das will ich jetzt nicht behandeln. Das zweite betrifft den Verlauf der nukleartechnischen Entscheidungen in Belarus. Die AKW als Projekt, die niemals umgesetzt wurden, das ist etwas ganz Entscheidendes, ob ein Vorhaben umgesetzt wird, nicht. Von Anfang an gab es eine politische klare Unterstützung und auch wissenschaftliche Unterstützung. Es wurde gesagt, das ist ein Bestandteil des Energiemixes der Republik. Die zweite Entscheidung zum Bau war mehr eine Art Reaktion auf den Tschernobyl-Effekt. Die soziale Mobilisierung nach Tschernobyl begann von den lokalen Initiativen, von den einzelnen Gruppen. Dann gab es die Tschernobyl-Wiederherrichtungs- oder Sanierungsprogrammmaßnahmen und ein Moratorium zum Bau von AKWs. Ab 2008. Sie sehen hier diese wirklich aktuelle Mappe, die zeigt, was auf dem ehemaligen sowjetischen Territorium geschieht. Sie haben 8 im Bau befindliche AKWs. Um wirklich zum Schluss zu kommen, ein paar Bemerkungen. Na, ich bin nicht sicher. Als ich meine Doktorarbeit vor langer Zeit schrieb, war ich sicher, dass Tschernobyl alle Transformationsfragen in Belarus erklären könne, oder fast alle. Heute dagegen bin ich nicht mehr so sicher, ob Tschernobyl wirklich dieser Wendepunkt bei der Entscheidungsfindung war. Es illustriert in gewisser Weise die Tatsache, dass das gesamte wirtschaftlich-politische System der Sowjetunion im Niedergang war. Die zweite Frage, gab es hier eine nukleartechnische Begründung oder einen politischen Stillstand? Die Entscheidungsfindung in den sowjetischen Republiken oder in der Sowjetunion, da bin ich nicht sicher, ob die Nuklearfrage wirklich alles durchzieht. Es gibt Augenblicke, wo das Ganze eher politisch Schlagseite gewinnt. Das gesamte Programm der nuklearen Entwicklung wurde unterbrochen, wurde nach vorne getrieben. Die Republiken waren auch gezwungen, diesen Weisungen zu folgen. Und die dritte Frage, da kann ich keine Lösung anbieten, nämlich es geht um die Legitimität der zivilen Kernkraft, insbesondere nach der Katastrophe von Tschernobyl wurde diese Frage eröffnet. Ich muss immer noch eine mögliche Antwort suchen.
wie eine Republik, die wirklich am stärksten zu leiden hatte unter dieser Atomkatastrophe von Tschernobyl, ob das wirklich entwickelt, umgesetzt werden kann, ob man noch weiterhin eine Kernkraftanlage noch bauen können. Also das ist für mich die große Frage, ob man die nach Tschernobyl erfolgende Entscheidungsfindung noch legitimieren kann. Vielen Dank. Thank you, Andrei. Commenting on these two presentations. Ja, vielen Dank, Andrei. Und jetzt haben wir Rüdiger Graf, den Leiter des am Zentrum für technische Geschichte in Potsdam. Er hat die Geschichte der Technologie in Berlin und Berkeley studiert. 2006 hat er seine Doktorarbeit geschrieben an der Humboldt-Universität Berlin. Und 2003 habilitierte er mit einem Buch über die Öl- und Energiepolitik in Europa und in den USA in den 70er Jahren an der Universität, an der Ruhr-Universität Bochum. Er war auch an der New York-Universität tätig, an der Harvard-Universität und auch am Historischen Kolleg in München. Er hat auch Veröffentlichungen geleistet über die Methodologie historischer Forschungen. Also er hat ungefähr 10 Minuten für seinen Kommentar und danach können wir noch ein bisschen diskutieren. Vielen Dank. Yeah, thank you very much. Thank you very much for the introduction and also for the invitation. Ja, vielen Dank für die Einführung und für die Einladung. Ich muss zunächst etwas gestehen. Ich bin weder ein Experte für die Geschichte der Technik und der Atomenergie, noch für die Geschichte von Osteuropa. Das heißt also, zunächst einmal bin ich eigentlich völlig inkompetent, um hier einen Kommentar abzugeben. Aber vielleicht ist es auch manchmal ganz erleuchtend, erhellend und interessant, einen Kommentar von außen zu hören. Insbesondere, wenn man so tief in die Materie eingedrungen ist, wie die beiden Vortragenden das eben getan haben. Unser Panel trägt ja den Titel Industrie und Politik, Sicherheit nach Tschernobyl. Und ich denke mal, damit kommen wir letztlich zur Hauptdiskussion, die mit der Atomenergie zusammenhängt. Das war auch schon immer so. Es geht gar nicht darum, dass die Atomenergie unsicherer ist als andere Energiegenerationsformen. Denken Sie zum Beispiel an Ölkatastrophen oder Bergbauunfälle. Aber wenn etwas schief geht, wenn es zu einem Unfall kommt, dann sind natürlich die Auswirkungen im Fall der Atomenergie viel verheerender als bei anderen Energiearten. Das hat ja auch Veronika Wendland angesprochen. Der GAU, der größte annehmbare Unfall, ist eben das Beispiel, das uns zeigt, dass unsere Vorstellung von Sicherheit einfach sehr in Frage gestellt wird durch die Atomenergie, weil die Atomenergie eben nicht komplett versichert werden kann. Versicherungen versichern alles Mögliche in Kernkraftwerken, aber Versicherungen bieten keinen Versicherungsschutz gegen GAUs ab. Also, um auf diese beiden Vorträge zu sprechen zu kommen. Zunächst einmal muss ich sagen, sie haben mir beide sehr gefallen. Ich fand es sehr beeindruckend, wie tiefgreifend diese Präsentation sich auf das Thema konzentriert haben, wie genau die Debatten über die Atomsicherheit in Osteuropa beleuchtet wurden, insbesondere in Bezug auf bestimmte Atomkraftwerke dort. Und ich fand es auch interessant zu hören, wie gut in diesen Präsentationen das Thema der Gesamtkonferenz angesprochen wurde. Das heißt, es wurde spezifisch gefragt, ob Tschernobyl ein Wendepunkt war oder eben doch eher ein Katalysator. Ich werde versuchen, diese beiden Präsentationen mal miteinander in Verbindung zu bringen, sodass sie gewisserweise miteinander kommunizieren können. Und ich möchte auch spezifische Fragen an die Vortragenden richten. Fange ich also an mit Anna-Veronika Wendlands Paper. Ich habe sie schon häufiger sprechen hören und ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie sie eine ethnologische Perspektive auf dieses Thema einbringen können. Zum Beispiel strahlungsinduzierte Versprödung. Ich habe zum ersten Mal diesen Begriff von ihr gehört und es war für mich relativ schwierig zu verstehen, was sie damit überhaupt meinte. Aber das zeigt sich auch, was für eine intime Kenntnis der Technik
Veronika hat. Aber sie begnügt sich nicht damit, einfach nur ihre Kenntnisse zur Schau zu stellen, sondern sie hat auch eine sehr überzeugende Argumentationskette über die Entwicklung der Atomsicherheit vortragen können. Sie hat von Angstabwehr und von Sicherheitskultur gesprochen. Und das ist immer ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwierig, solche deutschen Begriffe zu verwenden, denn zum Beispiel das Wort Angstabwehr lässt sich sehr schlecht ins Englische übersetzen. Joachim Radgau zum Beispiel, was meinen Sie denn? Wie kann man das ins Englische übersetzen? Anxiety, Aversion, Defense from Fear, Fear Suppression. Vermutlich bedeutet Angstabwehr irgendetwas zwischen diesen englischen Wörtern. Und es geht dabei darum, eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, sich eben nicht mit der Angst auseinandersetzen, sondern vielmehr von Angst ablenken zu können. Anna-Veronika Wendland sagt also, dass es einen Wechsel gibt von dieser Angstabwehr, weg von dieser Angstabwehr und hin zu einer strukturierteren Sicherheitskultur im Zusammenhang mit Atomkraftwerken. Und dass Tschernobyl diesen Wandel nicht verursacht hat, sondern ein wichtiger Katalysator für diesen Wandel war. Meine erste Frage ist also, ob es denn zu rechtfertigen ist, wenn man das als eine Sequenz darstellt von zwei verschiedenen Sicherheitsregimes sozusagen, als wenn es eben zuerst die Angstabwehr gegeben hätte und dann danach als Nachfolgeregime die etwas substanzreichere Sicherheitskultur. Wäre es nicht angemessener, so habe ich mich gefragt, diese beiden Prinzipien als zwei verschiedene Arten des Umgangs mit dem Sicherheitsthema zu sehen, zwei Arten, die eigentlich von Anfang an beide parallel existiert haben und auch immer noch vorhanden sind. Das wäre also auch meine Aufforderung an oder meine Frage an Sie. Und hier kommt dann auch Andrei ins Spiel, denn Andrei hat in seinem Vortrag von anderen Akteuren gesprochen, die für sich die Kompetenz über die Sicherheit in Atomkraftwerken in Anspruch nehmen, während bei Ihnen, Veronika, es diese monolithische Struktur gibt nach dem Motto, erst gab es die Angstabwehr und später dann die Sicherheitskultur. Da ist dann aber die Frage, wer sind da die Akteure? Können auch Sie da konkurrierende Ansprüche auf die Deutungshoheit wahrnehmen, so wie Andrei das getan hat? Ich stimme fast allem zu, was Sie, Veronika, gesagt haben über die westlichen Strategien, wenn es darum ging, Westeuropa von den Ereignissen in Tschernobyl loszutrennen, sich davon zu distanzieren. Und hier komme auch ich mit meinen persönlichen Erinnerungen rein, denn genau das hat mein Großvater mir nach Tschernobyl erzählt. Er hat gesagt, was da passiert ist, das würde doch niemals in Westeuropa passieren. Und dann gibt es noch zwei andere Punkte, die ich ansprechen wollte, in Bezug auf Ihre schriftliche Präsentation, also die Sie eingereicht haben als Paper. Sie sprechen von einer Kultur der Maskulinität, von einer Kultur des Maskulinen in dem Paper, das Sie schriftlich eingereicht haben. Und denken Sie, dass das etwas anderes ist als bei anderen großen Energieindustrien, bei anderen großen Industrien? Denken Sie, dass es in der Atomenergie eine ganz besondere Kultur des Maskulinen gibt? Oder gibt es das genauso in der Ölindustrie und in anderen großen Energieindustrien? Und der zweite Punkt, den Sie auch in Ihrem schriftlichen Paper erwähnt haben, ist der folgende. Sie sagen dort, es gibt mehr Expertise, mehr Sachkenntnisse unter den Angestellten in osteuropäischen Kraftwerken. Die haben mehr Sachverstand, weil einfach die technologischen Standards, die technologische Entwicklung dort schlechter ist. Und ich habe mich gefragt, kann man diese Behauptung irgendwie mit Substanz füllen? Kann man die beweisen? Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, dass Sie da vielleicht einfach doch etwas zu eng mit den Experten in den osteuropäischen Atomkraftwerken zusammengearbeitet haben und dass Sie dadurch, durch diese Zusammenarbeit in Osteuropa, diesen Eindruck bekommen haben, dass das die Superexperten sind. Also deswegen wollte ich nochmal nachfragen, können Sie diese Behauptung in irgendeiner Form mit Beweisen füttern und untermauern? Denn ich bin da zunächst einmal ein bisschen skeptisch. Und ich glaube auch, die wichtigen Anmerkungen, die Sie machen, bestehen vor allem darin, dass Sie ja auch darüber sprechen, wie der Faktor Mensch, menschliche Fehler und so weiter in sozialistischen Systemen behandelt werden und wie man mit dem Thema in liberalen Demokratien umgeht. Und ich denke mal, das ist dann doch der größte und wichtigste Unterschied zwischen beiden Regionen. Und dann in Bezug auf Andrejs Präsentation. Andrej spricht über die technopolitischen Kontroversen in Weißrussland und Litauen nach Tschernobyl, und er trennt da ganz fein zwischen den institutionellen Spannungen
zwischen dem Zentrum und der Peripherie. Es geht um den Kampf um die Deutungshoheit und den Kampf um die Anerkennung als die höhere technologische Instanz. Und in allen Fällen, so argumentiert er, hat Tschernobyl diese Spannung noch verschärft, noch gesteigert und gleichzeitig auch in beiden Ländern, in beiden Fällen, zu einer sozialen Mobilisierung geführt. Das Paper, das schriftliche Paper, das Andrej vorgelegt hat, ist sehr, sehr stark, wenn es darum geht, diese Aspekte zu beschreiben, also wenn es um die deskriptive Seite geht. Was aber so ein bisschen, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war sozusagen der weitere Blickwinkel. Und deswegen habe ich ein paar Fragen zu diesem Thema. Zunächst einmal die erste Frage. Ich möchte auch gerne versuchen, Ihre Präsentation mit der von Anna-Veronika Wendland zu verbinden. Das heißt also, Andrej, vielleicht könnten Sie etwas dazu sagen, ob diese Kultur der Angstabwehr versus Sicherheitskultur, ob diese Unterscheidung auch in Ihrer Forschungsarbeit ein wichtiger Faktor war oder ob Sie denken, dass man die Entwicklung nicht auf diese Weise beschreiben sollte, vor und nach Tschernobyl. Meine zweite Frage ist die folgende. Was ist das Besondere, was ist das Spezifische an der Atomenergie in Ihrem Paper? Der Konflikt, den Sie beschreiben zwischen Moskau auf der einen und den lokalen Behörden auf der anderen Seite, wenn es um die verschiedenen technopolitischen Ansprüche beider Seiten geht, das sind doch Konflikte, die auch in anderen großen Industrieprojekten auftreten könnten in Osteuropa. Also ist das in irgendeiner Form typisch für Atomenergie oder ist das etwas, was man in anderen Bereichen genauso erkennen oder beobachten könnte? Und meine dritte Frage. Vielleicht könnten Sie etwas mehr zu der Bedeutung dieser beiden verschiedenen Entwicklungen sagen, in Litauen und Weißrussland. Das heißt also nicht nur während des Niedergangs der Sowjetunion, sondern auch in Bezug auf die Ereignisse, die nach 1990 stattgefunden haben. Denn die beiden Länder, Weißrussland und Litauen, haben sich auf sehr, sehr unterschiedliche Weise weiterentwickelt, haben unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Und wir haben ja diese Angewohnheit der Umweltbewegung, der Naturschutzbewegung für die Entwicklung der Zivilgesellschaften in den osteuropäischen Ländern wirklich einen sehr großen Stellenwert zuzumessen. Aber wie sieht das denn heute wirklich aus in Weißrussland? Ist da die soziale Mobilisierung etwas geringer? Wie sieht die Situation da heute aus? Vielen Dank. Gut, damit haben wir ja schon einige Fragen für die beiden Panelisten. Und wir möchten ihnen natürlich Zeit geben zu antworten, aber wir haben trotzdem auch noch genug Zeit, selbstverständlich, um ein paar Fragen und kurze Kommentare aus dem Publikum entgegenzunehmen, sofern vorhanden. Bitte, Arne. Ich stimme zu. Es hat einen gewissen Wandel gegeben, weg von der Angstabwehr hin zur Sicherheitskultur. Aber ich würde mal sagen, das kam nach Harrington und nicht nach Tschernobyl. Denn ich glaube, Charles Perrow war ja schon damals Mitglied dieser Kommission. Till Three Mile Island, there was a certain arrogance in the nuclear industry, but I think that Three Mile Island really shocked them. Ich glaube nach Harrington, nach Three Mile Islands gab es dann diesen Ansatz schon, und ich glaube, dass die Cameron-Kommission damals ein wichtiges Dokument verfasst hat, und wir haben dieser Vorgang hat auch Kollegen in West- und in Osteuropa beeinflusst, und das war damals keine sowjetische Technologie in Three Mile Islands. Und es hat sehr lange gedauert, bis die Ingenieure herausgefunden haben, was da wirklich schiefgegangen war bei dem Unfall, bei dem Störfall. Ich würde also behaupten, dass Harrison, also Three Mile Island, wirklich der Katalysator für den beschriebenen Wandel in Westeuropa gewesen ist und dass Tschernobyl dann zum Katalysator für einen ähnlichen Wandel in Osteuropa, in der ehemaligen Sowjetunion, zuständig war.
Weitere Kommentare? Offenbar keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Okay, dann machen wir hier vorne weiter. Ja, das ist ja alles wirklich sehr komplex, deswegen mache ich auf Deutsch weiter und ich hoffe, dass meine englischsprachigen Kollegen können einfach ihre Kopfhörer aufsetzen. Es ist wirklich sehr komplex und es sind sehr gute Gedanken und Fragen, die hier vorgetragen wurden und deswegen werde ich versuchen, das möglichst präzise auf Deutsch zu formulieren. Es sind 4 oder 5 Fragen, glaube ich, und ich gehe die alle der Reihe nach durch. Die Frage, ob man wirklich Tschernobyl als Ansatzpunkt oder eigentlich als Zäsur verstehen kann, wenn es um die Geburt der Safety Culture geht. Also als Historiker geht man ja auf Quellenbegriffe ein und es ist tatsächlich so, dass nach Tschernobyl eigentlich erst diese Begrifflichkeit tatsächlich massenhaft in den Quellen auftaucht. Die Safety Culture ist also zentraler Begriff des ersten IAEA-Berichts über Tschernobyl, wo es ja noch um das Personalversagen zentral geht. Es ist aber vollkommen richtig, ich konnte nur in dem kurzen Vortrag leider das en Detail nicht ausarbeiten. Es ist vollkommen zutreffend, dass TMI die erste Zäsur ist in dieser Gesamtdiskussion, nur dass, wenn ich das jetzt nochmal gegeneinander lese, TMI sehr stark zum Beispiel die Diskussion sich um solche Dinge drehte wie Ergonomie auf einer Leitwarte eines Kernkraftwerks, die wesentliche Mängel hatte im Fall TMI und um die Frage, wie sind eigentlich Störfallhandbücher aufgebaut? Ja? Also leiten die Systembediener wirklich so durch das Unfallgeschehen, wie man das eigentlich optimal haben müsste? Es gibt ein Zitat aus der Untersuchungskommission von TMI von einem der Reaktorfahrer, der sagte, in diesem Unfallgeschehen kamen ungefähr 3000 Ton- und Lichtsignale und Messwerte auf der Warte auf, in wenigen, ja, vielleicht Dutzenden von Minuten. Ja. Und er hätte eigentlich das ganze Pult einfach aus dem Fenster schmeißen wollen. Das heißt, es gab keinen Pfad durch diesen Overkill an Informationen. Und genau das ist der Punkt, wo man nach TMI zuerst rangegangen ist. Man hat also sogenannte Accident Instructions und solche Dinge sehr viel diskutiert, eben auch vor allen Dingen um die Dinge, wie designt man eigentlich eine Kraftwerkswarte so, dass bestimmte Dinge auch sofort im Blickfeld des Operators sind. Also da ging es tatsächlich noch um einen sehr stark innertechnischen Diskurs, wo noch relativ wenig von Selbstbildern und Menschen und auch eben zum Beispiel Angst die Rede war. Ja. Und deswegen würde ich sagen, vollkommen d'accord, TMI ist eine Zäsur, aber es ist eine Zäsur anderer Art, würde ich nach wie vor sagen. Und damit komme ich auf die erste Frage von Rüdiger. Die Frage, kann man wirklich harte Zäsur von einem Übergang von Angstabwehr, Anxiety Suppression zu Sicherheitskultur machen? Nein, so krass kann man das natürlich nicht machen. Man kann, wie ich eben ausgeführt habe, durchaus sagen, Sicherheitskulturdiskurs kommt sehr stark neu auf in den Quellen. Vor allen Dingen, was diese Management von Kommunikation und sozialen Beziehungen in diesen Kernkraftwerken angeht. Aber die Angstabwehr ist damit nicht obsolet. Das ist vollkommen zutreffende Beobachtung. Im Grunde kann man sagen, Angstabwehrmechanismen oder Angstabwehrtechnologien laufen weiter durch, auch bis heute. Also auch bis heute gibt es immer noch die Distanzierungssprachakte als Angstabwehr. Ich erinnere nur an Fukushima, dass das nochmals belegt hat. Aber es kommen eben, es überlagern sich dann praktisch diese Prozesse. Zum Beispiel die Bedeutung dieser Wahrscheinlichkeitsanalysen nimmt zum Beispiel ab. Ne? Das ist die große Diskussion Ende der 70er, wo auch die großen Sicherheitsstudien öffentliche Diskussionen erzeugen. Und das nimmt dann wieder ab. Ne? Also es kommen dann andere Angstabwehrmechanismen kommen dann dazu. Also heutzutage zum Beispiel könnte man sagen, dass der EU-Stresstest eine nach Fukushima so eine
neue Form der Angstabwehrtechnologie war, denn es war sehr stark ein zwar in den Kernkraftwerken ablaufender Prozess, aber es hatte eine öffentliche Appellfunktion im Sinne von, wir zeigen, wir tun etwas und wir begleiten diesen Prozess und wir machen einen Prozess besser. Sehr interessante Frage, auch diese Frage nach Männlichkeit, Culture of Masculinity, das hat mir gut gefallen. Das ist auch deswegen sehr interessant, als ich Ost- und Westeuropa vergleiche, zumindest in den Kapiteln, wo ich mich um die Arbeitswelten kümmere. Und das Interessante ist ja gerade, dass im östlichen Europa Frauen als Mitarbeiterinnen von Kernkraftwerken absolute Alltagserfahrung sind. Also in Rivne, wo ich gearbeitet habe, war ich in einer Frauengarderobe für 300 Frauen, während ich in Grohnde in einer für 5 war. Und daran kann man das schon sehen, was da die unterschiedlichen Gemengelagen sind. Und insofern kann man tatsächlich fragen, wenn man dann gemixte Teams hat, ob das nicht ganz anderer Umgang ist. Aber man muss eben auch sagen, dort wo erstens mal gibt es ganz klare, nach Abteilungen strukturierte Geschlechterbeziehungen. Es gibt zum Beispiel, und das ist auch nicht von ungefähr, diese Abteilung, die Reaktor Nezech heißt, also die sich mit Nuklear, mit dem Reaktor beschäftigt, mit dem Primärkreislauf sozusagen, ist auch in den russischen und ukrainischen Kernkraftwerken ganz, ganz stark männlich geprägt. Da gibt es kaum Frauen, außer diejenigen, die sozusagen im Stab im Hintergrund theoretische Arbeitsvorbereitung machen oder Revisionsvorbereitung machen. Aber die Entscheider sind Männer und die Praktiker, also das Frontline-Staff, ist auch rein männlich. Ja? Also ich war auch während meiner Beobachtungsphase auf einer Schicht von 20 Leuten dann natürlich die einzige Frau. Und es gibt aber andere Abteilungen, wo das nicht so ist, wo Frauen absolut auch auf leitenden Positionen sind, sodass man sagen kann, ich würde diese Culture of Masculinity in diesen spezifisch osteuropäischen Organisationsstrukturen doch noch historisch stark auf militärische Traditionen zurückführen. Und das haben wir in manchen Kernenergiewirtschaften sehr stark. Wir haben das in den USA auch mit den Recover Alumni, also den Leuten, die aus der Nuklear Navy in die Kernkraftwerke einwandern. Wir haben das teilweise in Frankreich und wir haben es überhaupt nicht in Staaten wie Schweiz oder Kanada, die von Anfang an in ihrer Nukleargeschichte gleich nur zivile Kernenergiewirtschaften aufbauen und also anders, auch ganz andere Selbstbilder in Befehlsstrukturen und in Organisationsstrukturen aufbauen, als das in diesen militarisierten Kulturen üblich war. Dann die letzte Frage, die auch die kontroverseste ist, die Frage nach dem Higher Degree of Expertise und dem Selbstbild meiner Informanten. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Was ich auch in meiner Arbeit unterstreiche, ist, dass man ganz sicher eben diese Methode, die ich da anwende, nur als komplementäre Methode zu anderen Quellen lesen darf. Man darf sich also nie auf diese Interviews und auf die teilnehmende Beobachtung alleine verlassen, weil ganz klar, es ist so, dass natürlich diese ukrainischen oder auch deutschen Ingenieure sehr viel von ihrem Selbstkonzept mir weitergeben in diesen Gesprächen. Und natürlich gehört zu diesem Selbstkonzept des sowjetischen und später eben osteuropäischen Ingenieurs auch eine gewisse, sehr oft auch anekdotischer Rückbezug auf sehr, sehr schwierige Situationen, die in der Regel bedingt waren durch den niedrigen Automatisierungsgrad der Anlagen. Und dann in so einer Situation kommt dann zum Tragen, ob jemand breit, generalistisch ausgebildet ist, gute, tiefen Wissenshintergrund hat und dann in einer Bandbreite möglicher Handlungen die richtige Entscheidung trifft. In Zeiten, wo zum Beispiel Störfallhandbücher oder auch ganz normale Betriebshandbücher weniger detaillierte Angaben machen, als das heute üblich ist. Also wenn man Betriebshandbücher aus den 80ern neben die von heute legt, ist es Tag und Nacht. Also man muss damals wirklich wesentlich autonomer entscheiden können. Man kann es aber auch an wirklich formellen Unterschieden ausmachen, nämlich an den Ausbildungsgängen des Kraftwerkspersonals. In Osteuropa ist es zum Beispiel bis heute üblich, dass selbst die Reaktorfahrer, also Leute, die bei uns zum Beispiel eher vom Meisterberuf, vom Handwerksberuf kommen, die haben dort Ingenieursstudium und werden dann in den Kraftwerken nochmal von unten her aufgebaut. Das heißt, die kommen rein und arbeiten dann erst als Betriebsschlosser und müssen sich dann langsam hocharbeiten. Das heißt, hier kann man schon auch mit harter Dokumentation belegen, dass der Ausbildungsgrad sehr, sehr gut war, auch damals schon, dass aber letzten Endes diese
positive Grundvoraussetzung sehr oft zunichte gemacht wurde durch diese hochhierarchisierten, hochmilitarisierten Befehlsstrukturen, die zum Beispiel so eine nachfragende questioning attitude überhaupt nicht zuließen, ja? Dass also die Leute ihre Stärken eigentlich nicht ausspielen konnten. Thank you for Vielen Dank für Ihre Kommentare. Es war für mich gar nicht so einfach, da eine Beziehung herzustellen zwischen Sicherheitskultur und Angstabwehr zu meinen Thesen. Dieser Begriff, den Veronika vorgestellt hat, ja, das hatte damit weniger zu tun, die Republik Litauen. Die Argumente zur Kontrolle der Kernkraftanlage bezogen sich mehr auf Sicherheit. Man sagte, die sowjetischen Behörden seien nicht imstande, eine derartige Kernkraftanlage gemäß den Sicherheitsbestimmungen zu führen. Im Falle der belarussischen Position zu den nukleartechnischen Anlagen war es dagegen mehr das Argument der Angst, welches dann das Thema Tschernobyl beherrschte, die lokale Bevölkerung, die örtlichen Behörden waren im Grunde beherrscht von dieser Angst vor einer radioaktiven Verseuchung der Gegend. Ich weiß nicht, ob es da eine so deutliche Unterscheidung gibt. Ich kann nur sagen, das Argument der Sicherheit war überwiegend auf litauischer Seite beansprucht, während das Argument der Angst mehr in Weißrussland zu finden ist. Die zweite Frage über die Konflikte und mögliche ähnliche Konflikte in großtechnischen Anlagen, in der Schwerindustrie und so weiter, im politischen System der Sowjetunion. Nun, mir scheint, dass bei nuklearer Entscheidungsfindung diese Konflikte doch ausgeprägter waren, weil es eben ein sehr klare, präzise und nach außen abgeschlossene straffe Führung war. Jede Abweichung, jeder Anspruch auf eine eigene Entscheidung galt als politischer Aufruf. Demgegenüber haben wir in anderen Industrien der Sowjetunion eine derartige Opposition nicht notwendigerweise als eine derartige politische Opposition zu deuten. Meiner Meinung nach ist dieser institutionelle Konflikt zwischen verschiedenen staatlichen Stellen in der Nuklearindustrie deutlicher ausgeprägt. Die dritte Frage bezog sich auf den Niedergang des Systems. Ich interessierte mich hier in diesem Vortrag vor allem mit den 80er Jahren, weil ich die 90er Jahre sehr gründlich schon erforscht habe. Mich interessierte es sehr zu sehen, was ist die Vorgeschichte von Tschernobyl, wie das zum Beispiel Sonny Schmidas in ihrem Buch dargelegt hat. Es gab vor allem diese Widersprüche, diese lokalen Friktionen, Brüche in den Entscheidungsprozessen. Tschernobyl war in gewisser Weise ein Katalysator oder ein Auslöser. Wenn es nicht geschehen wäre, dann würde ich doch annehmen, die erste Atomkraftanlage in Belarus nicht gebaut worden, wegen der Knappheit an Ressourcen, wegen des Mangels der Steuerung. Wenn die Tschernobyl-Katastrophe nicht passiert wäre,
dann wären auch in Ignalina der dritte und vierte Block nicht gebaut worden. Es gab bereits vor Tschernobyl genug wissenschaftliche Opposition gegen dieses Projekt. Das ist aber keine umfassende Antwort auf Ihre Frage. Nun, wie die 90er, da könnte man jetzt vieles erzählen über die 90er Jahre. Ich glaube nicht in den Ökonationalismus, das tut mir leid. Ich glaube nicht an den Ökonationalismus im litauischen Fall, im Fall Ukraine, im Falle Rumäniens, in Belarus, glaube ich nicht daran. Es war keine Bewegung. Es war anfangs eine politische, nationalistische Bewegung, welche die ökologischen Themen, etwa Tschernobyl, nutzte, um die Bevölkerung in eine gewisse Angst zu versetzen, was man oder zu mobilisieren. Nach 1991 die ersten Reaktionen, die erste Wahl, die Gewinnung der Unabhängigkeit. Was war es dann, diese Reformbewegung, die Kernkraft, die Kernkraftwerke erschienen nun als Teil des Energiemixes, als notwendiger Bestandteil. Ohne diese Nuklearindustrie, ohne die Kernkraft, hätte die Republik Litauen nicht überleben können. Litauische Souveränität, der Beitritt zur EU und all diese anderen Fragen. Ignalina ist nicht Tschernobyl. Tschernobyl ist nicht wie Ignalina. All das zeigt doch, dass es anfangs eine politische Besorgnis war. Die politische Indienstnahme der Kernkraft. Es gibt keine politische Bewegung, keine Umweltbewegung, keine Ökobewegung. So jedenfalls erscheint das in meinen Augen. Die 90er zeigen es doch. Der Ökonationalismus ist eine etwas zersplitterte Fortsetzung der Bewegung der 80er Jahre. Es ist aber keineswegs eine Bewegung, die politische, ökologische Bewegung in den ehemals sowjetischen Republiken trägt. Im Falle von Belarus ein vollständig entgegengesetztes politisches System, wie Sie wissen. Tschernobyl spielte hier eine ganz entscheidende Rolle in der Herrschaftserrichtung von Lukaschenko. Er hat diesen Diskurs verwendet, um die Kernkraft geradezu zu fördern und all diese Prozesse umzukehren und diese Anti-AKW-Bewegung in eine Pro-AKW-Bewegung umzuwenden. Und er behauptete eben, es sei keine Frage der Sicherheit, der systemischen Sicherheit, es sei einfach nur eine Frage der Regierungsführung, der Steuerung und der Fachkunde. Wir haben in Belarus eine eindeutig atomfreundliche Stimmung. 70-80% sind für die Kernkraft und für den Bau des Kernkraftwerkes. Das ist also eine ganz andere Geschichte, wie die 90er Jahre sich fortgesetzt haben. Diese Mobilisierung, die letztlich zu einer atomkraftfreundlichen Grundstimmung geführt hat. Deswegen war es für mich so interessant, mal nachzugucken, was geschah in den 80er Jahren vor Tschernobyl. Was waren die institutionellen Bedingungen, diese Konflikte zwischen den Institutionen? Warum ist es eigentlich möglich, dass dieses Kernkraftwerk in Belarus heute immer noch gebaut werden soll? Vielen Dank. Danke an beide Vortragenden und an den Kommentator. Danke für die Teilnahme.